Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir verzweifelt einige Elite-Monster gesucht und die auch gefunden und ja, getötet. So, ich habe wieder einige Gemüsesticks bereit, die ich noch nicht einsetze, aber ja, wie auch immer. Mein Team dieses Mal Elvin, Jude und Lies, weil ich habe mir mal das Viech irgendwie so angeguckt und das sieht aus wie so ein Bulle, so wie dieses ein Viech aus dem ersten Teil und deswegen rechne ich damit, dass wir viel umfallen, deswegen Jude. Und dass das Viech vielleicht ein bisschen abwehren wird, deswegen Elvin. Und Elise, weil Elise. So. Ich habe aber keine Ahnung, wo diese Selea Tundra oder Silicea Tundra oder wie auch immer das heißt. Selea Tundra. Wo diese Tundra irgendwie ist, deswegen werden wir die erstmal suchen. Und ja, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum nächsten Hafen, den wir hier freigeschaltet haben. Alle diese Hafen. Und ja, gucken wir mal, ob wir von da aus irgendwie dahin gelangen. Nein, nicht hier. Mein Gott. Obwohl, wir müssen von hier aus, glaube ich, erstmal dahin schwimmen, oder? Oh, da liegt was. Hi, Gaius. Sapskraft-Seeaffen, den haben wir freigeschaltet, oder? Ne, Sapskraft, da waren wir auch schon. Lakotan-Seeaffen. Sehr schön. Hier waren wir noch nicht, ne? Sehr schön. Okay, erstmal neue Waffen und Rüstungen abschicken. Und eine Katze. Licker gefangen, sehr schön. Das ist ja schon mal gelohnt. Ah, Gaius, Jude. Wir müssen kurz was gucken. Jude, Gaius. Wenn ich mit euch spreche, bekomme ich dann auch Herzchen? Immer, okay. Ich bin nicht auf. Was? Du bist nicht auf abscheuliche Weise ein Stalker? Er wird auf uns, wenn wir ihn nicht erst nennen. Ganz dauert geändert. Nö, ich glaube nicht. Okay. Hätte er sein können. Durch Konversation betreiben, irgendwie, ja. Ah, nee, anscheinend nichts Neues. Hier irgendwas Neues. Anscheinend nicht. Warte mal, Roan konnte da was Neues. Aber Roan habe ich gerade nicht dabei. Chite. Ja. Warte mal, ich habe einen. Warum? Er wird schon einen Grund haben, warum ich den nicht ausgewählt habe. Jedenfalls, auf zum Bum, Bum, Bum. Was weiß ich. Hier werde ich mal ein bisschen. Was ist das hier? Lakatum Höhenstraße. Lakutam Höhenstraße. Die Gegner ignorieren wir jetzt erstmal. Müssen die sowieso irgendwann kaputt hauen. So, ich gehe erstmal in das Loch da rein. Da ist immer Schönes drinne. Meistens. Goldstaub zum Beispiel. Sehr schön. Ja, lass mal erstmal das alles und kümmern wir uns um das Elite-Monster. Ich gehe jetzt hier ein bisschen flüchtiger durch wie sonst. Also sonst dauert das wieder ewig. Begib ich zum Aller diese Affen, was? Ich dachte, ich muss nur ein Schiff da nehmen. Ja, tun wir erstmal den ganzen Ort hier freischalten, damit wir uns da importen können. Das finde ich jetzt erstmal wichtiger. Mein Shandu, da gibt es auch jetzt das Kolosseum, da können wir jetzt auch rein, ne? So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Selea Höhenstraße. Wo soll die denn bitte schön sein? Kann doch sein, dass die ein Dings ist. In Olympios. Da wäre natürlich richtig blöd. Bin ich ja vollkommen falsch. Der Name. Der kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Das Element jetzt hätte ich gerne mitgenommen. Geh weg. Zack. Silbermantel. Ich habe schon ein besseres, ne? Ach, ich habe jetzt gar nicht.
Hier. So. Guck mal, Jude steuern. Ich will mal hier seine Ausweichfähigkeit einsetzen. So. Celia-Seeaffen ist nicht in Riesemexia, oder? Ich glaube nicht, dass er in Riesemexia ist. Er kommt mir gar nicht bekannt vor, der Name. Das ist auch nichts, der Sonnensackgasse. Ja, das wird natürlich richtig lustig. Durch die Gegend laufen, ohne zu wissen, wo es lang geht. Hat eine Art erlernt, yay. Oh, fangen. Sir Mountselot. Sehr schön. Wenigstens finden wir Katzen, das ist ja auch was. Ja, nimm was auch immer da ist. Jo. Beutegegenstände werde ich wahrscheinlich auch aufsammeln, aber lassen wir erstmal. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wer, die hat nichts gefunden. Affidenkönig, okay. Stimmt, ja, ein paar Sachen müssen wir ja auch noch so abgeben, ne? Haben wir auch noch nicht alles. Celia-Höhenstraße. Ich kenne noch ein bisschen auswendig, was alles so hinter Shandu und so kommt. Da kommt auch Monnhochland. Da kommen die königlichen Jagdgründe. Aber Celia-Höhenstraße, da kommt mir gar nicht bekannt vor. Muss man wahrscheinlich wirklich nach Dingens gehen, nach Olympios. Ja, wo können da denn noch irgendwo was sein? Ist auch schon vorbei. So, hier haben wir Shandu. Gehen wir da erstmal rein. Kein Schaden. Ja, ne, vielleicht gibt es ja neue Waffen und so. Was? Ja. So, this is Shandu. I heard it was lively, but this is more than I expected. Definitely. There's a Colosseum here, and I imagine that's at the root of it. If arena fighting doesn't get your blood boiling, you're dead inside. I'm tempted to sign up again myself. Leia's got a fighter's passion. Who among you has the courage to fight beside me? Ja, ne? Whoa, looks like Leia's not the only one. Er war doch der Champion damals. It certainly turns some heads if Gaius were to suddenly show up in the Colosseum. It could be an issue if King Gaius were to register, yes. But no one would bat an eye at Playboy Aristocrat Erston and his fighting companions. If his fighting companions were up for that... And no one's going to recognize their king if he puts on a trench coat? You're just splitting hairs. The Colosseum is a cruel yet sacred battleground where combatants put their skill and lives on the line. Those with the courage to face it must do so with all their strength and all their heart. Hearing all this really makes me want to jump in and fight already. Come on, everyone! Let's get in there and do this! Yeah! You sure played them like a fiddle. I have no idea what you're talking about. How did this ruffian get to be king? Monster und Menschen. Okay. Guys, guys, there are monsters here. There are monsters in the city. It's okay. Those monsters don't attack people. They actually have quite a gentle temperament. But they're monsters. I mean, look at those claws. Let me give you an example to illustrate Alfin's point. At a quick glance, Gaius here looks like quite an unfriendly man. Downright terrifying, some might say. But does that mean that he's necessarily a scary person on the inside? No, I like His Highness. He takes me shopping sometimes. He does? I wonder. Just like Gaius, with his surprising affinity for children, you can't judge every book or monster by its cover. Ich sag mit sagen, Gaius sieht aus wie ein Monster. I'm sure spending time with you conjures up happy memories of doting on his own little sister. As another example, you're far more alert than I'd expect a man your age to be, Rowan. I'm pleased your nerves are as spry as your mouth. Oh, that was nothing. But you know it's poor form to tease the elderly. What happened? Why are they fighting now? Oh, don't pay them any mind. Some people show their embarrassment in odd ways. Okay, sehr schön. Ich verstehe es nicht.
Ja. Wo sind die Shops? Muss mal einen Aufzug nehmen, ne? Jo. Okay. Ha! 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 Los. ist hier was? Weiß nicht. Wo ist die Leerhöhenstraße oder Tundra oder wie auch immer es nochmal hieß? Nichts Neues. Aber hier. Oh. Nee. War. Gibt's doch nicht. Ich will was Neues. So, da ist das Monhochland. Da sind die königlichen Jagdgründe. Da ist die Xagut-Stromtalwiese. Was zum Teufel? Das ist verdammt noch mein Olympios, ne? Danach kommt der Labari-Kessel hier, ne? Wenn ich hier durchgehe, durch die königlichen Jagdgründe, oder? Ich weiß auch gar nicht mehr. Hier, okay, da ist aber ein Verlies, deswegen. Wo kann denn das sein? Beim Gutstromteilwiese. Rennen wir mal im Mopsgeschwindigkeit hier durch. Kann doch nicht wahr sein. Weil ich hier alles nur suchen und finden muss, ne? Werde ich wahrscheinlich offscreen machen, hallo. Ah, geh weg. Aber die Dinger hier muss ich einsammeln. Das ist die größte Bedeutung hier. Kann ich sein. So, hier irgendwo eine Abzweigung kommen. Das Ding hat fliegt in der Luft. Was zum. Das schwebt in der Luft. Loch. Ich kann einfach X gedrückt halten. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Geld. Ja. Komm schon, ich. Oh, kann doch nicht schon wieder so lange dauern wie beim letzten Viech. Ich erst durch die halbe Welt hier durchrenne. Man kann ich so nicht einfach X gedrückt halten. Also die Sachen so im Vorbeigehen einfach nehmen. Wäre doch gut. Wieder die königlichen Nachgründe. Und da ist der Labari-Kessel. Was zum. Gibt's doch nicht. Wo muss ich hin? Kann ich sein. Ja, wenigstens kann ich mich dann erstmal irgendwo hin teleportieren. Vielleicht irgendwo in der Nähe nehmen. Und Hochland kann dann auch nicht sein. Was? Hey. Hier ist bestimmt irgendwann eine Katze versteckt. Oh Mann. Hey. Hey, das Loch war früher nicht da, glaube ich. 7000 Gold. Ja, so können wir auch unsere Schulden abgleichen. Einfach durch die Gegend rennen und Schatzzonen finden. Ja, ich speichere mal hier. Wer weiß, was da drin passiert. Okay, bis jetzt haben wir 14 Minuten. 15 Minuten gleich. Und nichts ist passiert. Außer, dass wir ein bisschen durch die Gegend gerannt sind und ein paar Skits geguckt haben. Labari-Kessel, yay. Ja. Da ließ Höhenstraße. Wo ist das? Kann doch nicht sein. Substraf. Muss man echt nachdenken, ja. Silea-Tundra. Ich meine, ich weiß, wo das sein könnte. Aber wie kommt man da hin?
Da war doch da. Ging es doch nicht weiter, ich verstehe nicht. Da ist Canberra. Hinter Canberra ist noch was. Okay, wie kommt man denn. Hä? Wie kommt man denn von Canberra aus irgendwo noch anders hin? Dahinter ist doch nichts mehr. Wenn ich es auf der Karte aber gesehen habe, dann. Egal. Also hier kommt jetzt gleich das Mon-Hochland, das weiß ich. Oh Mann. Da muss auch so ein Schneegebiet sein, das weiß ich noch. Ich weiß sogar noch, wie man da früher hingekommen ist. Also wann man da hingegangen ist. Das ist jetzt auch. Egal. Ausgehen werde ich wahrscheinlich diese ganzen Monster-Quests hier machen, wo man so und so viele Monster erledigen muss. Aber naja. Es ist jetzt sowieso kein hier, ne? Oder? Nein! Hoffe ich. So. Mal schön die Dinge hier aufsammeln. Hier habe ich auch trainiert, bevor ich gegen Wingull gekämpft habe. War sehr schön hier. Ein paar Dingens hier gefarmt. Titel, ne, nicht Titel. Titel habe ich ja nicht gefarmt. Mache ich ja offscreen nicht. Ja, wisch schon mal die Beine. So, Canberra. Ne, noch weiter. Ich habe hier immer so Elementerz auch ein bisschen gefarmt. War ja voll einfach. Zack, Art erlernt. Fertigkeit erlernt, auch noch. Das ist ein Spezialgegner, den ignoriere ich jetzt aber. Art erlernt, Fertigkeit erlernt. Elise lernt von viel Fertigkeiten auf einmal, was so. Canberra, und irgendwo hier hinter müsste. Ach, ich weiß wo. Okay, das ist hinter dem Tempel dann wahrscheinlich. Das muss hinterm Tempel sein. Genau, da ist hinterm Tempel. Da muss da sein. Oh Mann. Ja, in der Story vom ersten Teil ist man nur einmal irgendwie durch diese Tundra gegangen, wenn das die ist. Deswegen, ja, wusste ich jetzt nicht so, wie man hinkommt. Das muss jetzt hier sein eigentlich. Einmal 18 Minuten gebraucht, um da hinzukommen, aber pff, ihr habt Zeit. Oh Mann. Silent Weller, willst du mich auf den Arm nehmen? Dann haben wir, what the fuck? Oh mein Gott, ist der schnell. Den kriegen wir nicht. Nein, den kriegen wir nicht. Nein. Jawohl. Oh mein Gott, der ist Gold. Golden habe ich noch nicht mal im ersten Teil gefunden. Gold Bakura. Ja. Komm mal her. Au, what the? So viel Zeit muss sein. Dämon Chaos. So, komm her. Was? Ach, ich hab L1 zum X gedrückt. Warum habe ich das gemacht? Hierfür brauche ich die Verwandlung nicht. Ich brauche nur das hier. Ja, ich habe auch gewehrt. Komm her. Oha. Ha. So langsam. Aber ich lohnt es halt auch hier so geldmäßig oder elementerzmäßig. Ja, natürlich. Komm her. Dämon Chaos.
Komm her. Aber wenigstens irgendwas hier geschafft, ein bisschen. Was zum Teufel war das denn? Komm her. Dämon Chaos. Dämon Chaos meine ich. Ha. Mit Jude kann ich das gut, mit Leia kann ich das nicht. Die macht irgendwie nicht so weite Ausweichschritte wie Jude. Komm her. Ja, vielleicht hätte vielleicht Ludgar die ganze Zeit nehmen sollen. Ist ihre Freundschaft erhöht. Aber egal. Boah, das war gut. Das war sehr gut. Was zum Teufel? Du sahst irgendwie müde aus. Keine Ahnung, irgendwie sah Jude aus, als wäre er eingeschlafen ein bisschen. Uah. Koka Eishöhle, das muss dahinter sein. Eine Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. Sehr schön. Ma, hat's nicht gelohnt. Okay, du sahst jetzt irgendwie bedrohlich aus. So, jetzt müssen wir da durchrennen auch noch. Oh mein Gott, was tue ich hier nicht alles, um so ein Kackviech zu erledigen? Und dann haben wir gerade mal noch Zeit, das Viech zu erledigen. Reg mich so auf gerade. Speichern wir mal. Dann gehen wir da hin und das Viech tötet uns. Das wäre allerbeste. Wir den ganzen Weg dahin rennen, nur um fertig gemacht zu werden von dem Viech. So, eine Art verbessert, sehr schön. So, und das Ganze können wir irgendwann nochmal erkunden. Ein bisschen ausführlicher. Hello there. Geh weg. Ihr macht mir auf merkwürdige Weise Angst. So, da ist. Ich hoffe, in der Truhe oder so. Oh nein. 30. Okay, die Fertigkeiten und so, die gucken wir uns ein andermal irgendwann an. Wahrscheinlich direkt vom Kampf noch, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Sachen ich gelernt habe auf dem Weg dahin. Da lang. Nein! Ah! Oh Mann. Was wolltest du denn? Ausweichschritt. Sehr schön. Da sind wir jetzt wieder draußen? Nee. Hi. Hier mal gegen so ein. Weiß nicht, gegen so ein Dach haben wir im ersten Teil da gekämpft. Hallo, da ist ja noch so ein Ding. Hallo? Oh nee. Okay. Noch so ein Viech, warum nicht? Komm mal her. Oh Gott. Ha. Das ist aber nur Silber. Bin ich voll blöd. Und zack. Bams. Aua. Irgendwie fliege ich nicht auf den Boden, deswegen bringt das nichts. Mal. Mal nicht so unnötig. Ja. Ja. Das war so. Wir müssen ja auch dicke werden. Komm her. Jetzt kriegst du aufs Maul.
schon wieder Alliance Glück. Sehr schön. Final Fury! Und weg ist das Viech. Oder auch nicht. Ma. Hast du überhaupt nicht ausgewichen in dem Kampf? Egal. Oh mein. Ich hätte mehr Erfahrungspunkte gegeben als das andere. Und das war Gold. Oh, Krankenschwester, sehr schön. Jawohl. Wenigstens werden wir übermächtig hier. Wir werden immer ein bisschen unbesiegbarer. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, was hat das denn damit zu tun? Guck mal, Eishöhlen. Oh mein Gott, lass mich doch hier raus. Mal wieder, da unten komme ich nicht raus. Geh weg, ich will nicht mehr. Ich will noch das Viech fertig machen. Falls ich das schaffe. Ein verdammt langer Part. Ich dachte schon, letzte wäre irgendwie lang, aber nein. Halt da lang. Ja, geh weg. Ja, wahrscheinlich, ja. Tue ich das alles im nächsten Part machen. Weiß ich nicht. Bin mir langsam zu blöd. So einen langen Part möchte ich auch nicht haben. Oh mein Gott, da sind sogar zwei von ihnen. Jetzt gedrückt halten. Zack. Und weg sind wir. Er ist immer noch in den Höhlen. Hey. Lass mich doch mal hier raus. Geh weg. Ja. Boah, der ist voll verschmolzen. Zack, Ausweichrolle. Voll gerollt. Das ist eine Truhe. Die nehmen wir mit. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Habe ich übrigens voll viel Geld bekommen. Oh, riskante Flüssigkeit. Die haben wir noch nicht. Wo jetzt hier lang? Wenigstens haben wir schon alle Orte irgendwie ein bisschen erkundet. Das ist doch auch was, oder? Bitte sag mir, das ist auch was. Wie sagt mir, ich mach das ja nicht umsonst. So. Ich möchte hier raus. Da ist ein Laden, sehr schön. Das heißt, wir kommen, glaube ich, nahe zum Ausgang. Da muss der Ausgang sein, bitte. Wenn er jetzt nicht diese verdammte Tundra ist, ne? Dann weiß ich nicht. So, komm her. Zack. Oh, ich kann Sturmbö. Was? Brise. Extrahiert das Windelement aus. Ja, das. Stimmt, ich habe nur ein Winddingen. Nehmen wir das. Weiß ich nicht. Ja, das haben wir. Okay, sehr gut. Dann. Wenn da jetzt nicht diese verdammte Tundra ist, ne? Was? Hä? Tulea? Ich dachte, Silea. Oh Mann. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und dann gucke ich mich nochmal im nächsten Part hier um. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Das wieder ist das Battle of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.